Hallo ihr Lieben, ja, ich habe jetzt etwas länger kein Video mehr gedreht und wie ihr seht, bin ich auch schon in einer neuen Umgebung. Für diejenigen unter euch, die mich bei Facebook begleiten oder verfolgen oder wie auch immer, die vor allem verfolgen, ich finde das immer irgendwie klingt doof, die mir folgen, ist aber glaube ich, sagt man nur bei Twitter oder so, ne? Also auf jeden Fall, die da auf Facebook irgendwie aktiv sind beziehungsweise sehen, was ich so tue. Wissen ja, dass ich umgezogen bin vor circa 4 Wochen, da bin ich von der Ostsee quasi nach Rheinland-Pfalz jetzt. Also ich bin jetzt in Rheinland-Pfalz in einem kleinen Dorf hier und werde auch die nächsten 3 Monate auf jeden Fall hier sein und habe hier ganz verschiedene Projekte am Laufen und werde halt einfach schauen, wie es mir hier gefällt und wie sich die nächste Zeit hier entwickelt, weil bei mir verändert sich wirklich tagtäglich immer wieder irgendwas Neues und gibt was Neues und ja, ich versuche mich einfach darauf einzustellen und bin jetzt noch so ein bisschen in der Einlebungsphase. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mich sehr wohlfühle, dass es natürlich auch eine sehr, sehr spannende Zeit für mich war. Ich bin auch ein bisschen aus der Übung, merke aber, wie sehr mir das einfach fehlte. Ich konnte einfach aus kopftechnischen Gründen, weil ich mit Gedanken ganz woanders war, ich habe natürlich viel geplant und gemacht und getan, aus Zeitgründen nicht. Also es hat wirklich diverse Gründe, warum ich bei YouTube einfach gar nicht mehr aktiv war, aber es fehlt einfach. Und jetzt, wo ich meinen alten Leserhythmus so langsam wieder zurückbekomme, merke ich auch, dass ich das gerne wieder mit euch teilen möchte. Hätte sich aber vorher gar nicht gelohnt, weil ich kaum gelesen habe jetzt in den 2,5 Monaten. Und das bisschen dafür hätte sich jetzt ein ganzes Video wirklich nicht gelohnt. Und ich dachte mir, ich mache heute einfach mal so ein bisschen querbeet. Das bisschen, was ich gelesen habe, stelle ich euch dann vor. Und das, was mich gerade so bewegt und mitnimmt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend gerade, wie ihr merkt. Und ich hoffe halt einfach, ihr seid mir weiterhin so lieb, gesonnen und treu. Und es ist einfach schön zu sehen, dass weiterhin auch so viele Zuschauer dazukommen. Und möchte mich an dieser Stelle auch bedanken. Der Internetempfang ist hier nur leider echt eine reinste Zumutung und eine absolute Katastrophe. Ich kann halt immer höchstens kurz bei Facebook was posten oder ein paar Nachrichten lesen. Und dann kackt mir das hier auch alles wieder ab. Also drückt mir die Daumen, dass das mit dem Video klappt. Ich werde es woanders hochladen und hoffe, dass da die Internetverbindung ein bisschen stabiler ist. Nur, dass ihr zumindest auch eine Erklärung habt, warum ich so lange Zeit halt auch jetzt nicht da war. Und hoffe natürlich, dass es jetzt auch wieder eine gewisse Routine geben wird, weil ich habe einfach Lust darauf. Ihr seht auch schon im Hintergrund, das ist jetzt hier alles auch nur provisorisch. Ich habe nicht sehr viel mitgenommen von Kiel aus. Vor allen Dingen auch kaum Bücher, nur so ein bisschen was von meinem Sub. Und das, was ihr da hinten seht und auch ein kleiner Stapel, der hier liegt, das sind teilweise Bücher, die ich mir hier neu besorgt habe, obwohl ich eigentlich ein absolutes Buchverkaufsverbot habe. Also ich dürfte gar nichts mehr kaufen eigentlich an Büchern, aber ihr wisst ja, wie das ist. Und wie gesagt, ein paar Sachen von meinem Sub. Und das ist alles nicht wirklich regaltechnisch hier so optimal. Also ich habe auch gar kein richtig klassisches Bücherregal, aber ich denke, das wird auch so gehen, dass ich irgendwie einen guten Hintergrund finde. Ja, und was gibt es sonst noch? Ich bin auf jeden Fall irgendwie ganz viel unterwegs hier in der Pfalz schon gewesen und war jetzt auch vor kurzem in München und habe mich absolut in München verliebt, obwohl ich ja mit Bayern im Allgemeinen nicht so viel anfangen konnte. Ich meine, als Norddeutsche ist das eh ein bisschen ein komischer Konflikt, aber ich war total hin und her gerissen und war so voller Eindrücke und so überwältigt von so vielen Menschen und gleichzeitig hatte ich so viel Angst, weil ich dachte, die gehen hier alle über Rot und überhaupt, aber ich war so geflasht von dieser Stadt, also ich habe mich sofort verliebt. Dann war ich auch schon in Speyer, eine ganz wunderschöne Altstadt hier und in Bad Dürkheim und bin auch schon durch Baden-Württemberg getourt, also es ist echt wahnsinnig, was man hier alles auch an schönen Landschaften findet. Das Einzige, was ich wirklich, was mir sehr, sehr, sehr fehlt, ist einfach das Wasser und das Meer. Ich bin halt einfach ein Fischkorb und ich gehöre halt als am Wasser und ich bin Meerkind, das ist einfach so. Aber dafür ist das Wetter hier einfach bombastisch. Es ist wirklich wie eine kleine Klimaveränderung hier mit Sonnenbrand, was ich schon hatte und 25, 26 Grad, das ist echt Wahnsinn. Das wäre in Norddeutschland so jetzt, glaube ich, noch nicht machbar gewesen. Also es ist wirklich ganz schön und ja, da seid ihr zumindest auf dem Laufenden, wo ich gerade bin, beziehungsweise wie es mir hier auch geht. Das ist alles ganz, ganz spannend und jeden Tag etwas Neues. Ja, und ich lebe mich jetzt hier einfach noch nach und nach ein und hoffe, es wird jetzt auch ein ganz spannender Sommer. Und hoffe natürlich, euch geht es auch gut und ich kann nochmal sagen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr mir zuschaut und auch vor allem, ohne dass ich eigentlich aktiv war, immer noch irgendwie mir schreibt, ganz lieb und ja, einfach auf meinem Kanal präsent seid. Dann war ich noch bei den Glimmerfeen, das stimmt, das habt ihr bestimmt vielleicht auch mitbekommen über ihren Kanal. Die haben mich eingeladen, als ich die lange Tour hatte. Ich bin sehr lange kein Auto mehr gefahren und habe mich dann ja wirklich quer durch Deutschland aufgemacht mit einem Mietwagen und die beiden haben mir angeboten, bei denen einen Zwischenstopp einzulegen, eine kleine Pause. Was mir auch sehr, sehr recht war, weil ich war auch wirklich sehr müde und die haben mich ganz lieb bekocht und es war einfach ein ganz, ganz toller Besuch und ich wäre am liebsten gleich da geblieben.
Und ich hoffe, ich werde die bald wiedersehen, einfach ein bisschen mehr Zeit im Gepäck haben, weil es war einfach eindeutig viel zu kurz. Ich konnte gar nicht so viel verarbeiten und so viel erzählen. Es musste irgendwie die kurze Zeit, aber es war ein ganz, ganz besonderer Besuch, ein richtiges Highlight für mich letzten Monat, dass ich die beiden treffen konnte. Und auch herzliche Grüße an meine beiden süßen Glimmerfeen. Es war wirklich was ganz Besonderes und ihr seid einfach, ja, herzallerliebst, aber das wisst ihr ja, ihr seid ganz tief in meinem Herzen verwurzelt und ihr gehört dazu. Alles super. Ja. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht sagen, weil ich glaube, sonst komme ich hier irgendwie gar nicht wirklich zu irgendwas mit Büchern. Ja, es war halt nicht sehr viel, was ich gelesen habe. Ich werde euch das mal verlinken, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, denn es gibt jetzt zwei Bücher, die ich nicht mehr hier habe. Eins kommt aus der Bücherei und das andere habe ich im Key gelassen. Unter anderem ist dieses andere, was ich mir ausgeliehen habe, ist die Auswahl von Condi. Das ist ja dieser Dystopien-Roman, der auch sehr erfolgreich war. Da gibt es auch eine Fortsetzung von. Habe ich allerdings abgebrochen, weil ich irgendwie, obwohl ich Dystopien sehr, sehr gerne mag, mit den Charakteren nicht wirklich warm geworden bin. Und die Geschichte hat mich nicht so sehr interessiert, dass ich jetzt dachte, ich muss unbedingt weiterlesen. Und nach 150, 160 Seiten habe ich dann gedacht, nee, hat mich irgendwie alles nicht so mitgenommen, hat mich nicht so interessiert, es war nicht so spannend, wie ich erhofft hatte. Deswegen habe ich es erstmal abgebrochen, habe es dann an die Bücherei erstmal wieder weitergegeben. Und das andere ist Vier verrückte Schwestern. Das werde ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Wirklich ein ganz zauberhafter Kinderroman für Mädchen, finde ich, so ab 8, 9. Es ist großartig, weil die sind so rotzefrech und die erleben Abenteuer und es gibt mittlerweile auch schon zwei weitere Bände. Ganz, ganz toll und teilweise auch ein bisschen makaber, aber eine ganz, ganz schöne Kinderbuchreihe für Mädchen in dem Alter. Also da solltet ihr wirklich mal vorbeischauen, wenn ihr Mädels in dem Alter habt als Töchter oder ihr kennt Mädchen oder ihr seid so alt wie ich und mögt gerne mal Kinderbücher zwischendurch. Wirklich eine ganz, ganz lustige Reihe. Das sind so die beiden Bücher, die ich euch nicht zeigen kann. Dann gibt es aber ein kleines Projekt von mir, mit dem ich mich jetzt schon ein paar Wochen beschäftige, und zwar Ephraim Kishon. Es ist ja so, dass Kishon sich von selbst verkauft. Es verkauft sich von selbst. Ich denke das ja immer so ein bisschen in Buchhändler-Aspekten. Es ist ähnlich wie mit Loriot. Ich meine, jeder hat zumindest mal was von Loriot gesehen, wenn er nichts von ihm gelesen hat. Bei Kishon ist es bei mir aber komplett anders gewesen. Ich verkaufe den sehr, sehr gut, aber ich habe von ihm noch nichts gelesen. Und das ist ja wirklich, seine Werke gehören ja so zu den klassischen satirischen Werken. Also es ist schon ein Klassiker. Und in dem Fall kam dieses Buch wirklich durch Zufall auf mich zu, im wahrsten Sinne. Also es hat mich wirklich gefunden. Und hier geht es lustigerweise in Eintagsfliegen leben länger, um Autorenleben, um die Bücherwelt, um das Verlagswesen. Also es ist genau das richtige Thema für mich. Und das in Kurzgeschichtenform, so wie man das von Kishon wohl auch gewohnt ist. Und es ist einfach großartig. Er ist so einzigartig vom Stil und er trifft eins zu eins meinen Humor. Ich fühle mich wahnsinnig verbunden mit diesem Mann und mit seinem Talent, Alltagssituationen so satirisch umzusetzen und so lebensnah und so erfrischend. Es ist großartig. Ich liebe Kishon. Ich lese immer wieder rein. Es ist einfach ganz, ganz toll. Und ich finde, der ist absolut zeitlos. Deswegen müssen auch noch viele, viele andere Werke von ihm in mein Regal, weil es einfach was ganz, ganz Besonderes ist und ich habe viel, viel Freude mit ihm. Dann habe ich gelesen, ich gehe jetzt nicht chronologisch vor, sondern einfach mal das, was ich jetzt hier noch so liegen habe, Renate Arendts Fremde Schwestern. Das ist ein Buch, was mich sehr berührt hat. Es ist eine sehr gefühlvolle Geschichte, eine sehr schicksalsträchtige Geschichte. Also es ist schon was Besonderes und mir hat auch die Geschichte sehr, sehr gut gefallen, hat mich einfach berührt. Es ist aber so, dass ich mit dem Stil nicht so ganz zurechtkam. Sie switcht immer mal wieder rum in den Zeiten, also in einem kurzen Absatz zum Beispiel, redet sie in der Gegenwartsform, geht dann in die Vergangenheit und ich wusste nicht, redet jetzt ihre Schwester oder redet sie mit ihrer Schwester? Ist das jetzt Vergangenheit oder Gegenwart oder ist das jetzt ihre Mutter? Also so Gedankenstränge, die ich dann irgendwie nicht zuordnen könnte, das fand ich manchmal etwas anstrengend und hat auch den Lesefluss so ein bisschen unterbrochen. Nichtsdestotrotz eine sehr bewegende und sehr schöne Geschichte. Dann ein Buch, mit dem ich so gar nicht gerechnet hatte und wie ich ja gerade schon sagte, ich habe in letzter Zeit sehr häufig Bücher, die einfach mich finden und ohne dass ich danach suchen muss, ist Goldstück von Anne Herz. Anne Herz sind ja die Schwestern, also es ist ein Geschwisterpaar, zwei Schwestern, die unter diesem Pseudonym schreiben. Die kommen auch noch aus Hamburg, die Geschichte spielt in Hamburg, also meiner Traumstadt. Alles super, alles gut. Aber es ist halt so, dass vom Cover her, vom ganzen Genre, sage ich mal, hätte ich das wirklich normalerweise nicht unbedingt gelesen. Ich muss mich da wirklich ich muss davon wegkommen, wirklich in Schubladen zu denken. Das habe ich sehr häufig, dass ich so denke, nee, nee, hau mir ab mit dem Verlag oder hau mir ab mit der Autorin. Und wenn ich das Cover schon sehe, die alles ist ja Quatsch. Das ist absoluter Quatsch, das weiß ich auch. Aber ich merke ganz oft in meinem Kaufverhalten oder wenn ich Empfehlungen ausspreche oder wenn ich mir Empfehlungen anschaue, dass ich sofort eine gewisse Schublade öffne und das gleich da reinstecke.
Jetzt mittlerweile mache ich die Schubladen wieder auf und gucke es mir doch mal genauer an. Und ich muss feststellen, und ich werde eines Besseren belehrt, dass viele Bücher wirklich ganz großartig sind. Da darf ich wirklich nicht in Klischees denken oder mit Vorurteilen. Ganz im Gegenteil, da bin ich wirklich bei Büchern komischerweise echt schlimm. Aber ich baue es ab und es wird immer besser. Und ich freue mich vor allen Dingen, wenn ich eines Besseren belehrt werde. Und in dem Fall ist es wirklich ein ganz, ganz besonderes Buch. Es kam wirklich, als hätte es mir der Himmel geschickt. Ein Buch, was wirklich nur für mich geschrieben worden ist, zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe es gelesen und habe geweint. Dann habe ich weitergelesen und habe gelacht. Und dann habe ich weitergelesen und dachte, gib mir mehr. Bitte, mach weiter. Ich wollte unbedingt irgendwie mehr von dieser, in diese Richtung. Und der Stil und die Geschichte, die hat mich so mitgenommen. Und vor allen Dingen, der Stil war halt leicht, also es war halt nicht so kopfig, nicht so belastend und es war trotzdem gut geschrieben, sehr unterhaltsam. Aber was mich so total begeistert hat, ist, dass die Geschichte in dem Fall wirklich um eine junge Frau handelt, die eher alles negativ sieht und alles ist schlecht und schlimm und überhaupt sehr pessimistisch. Und dann geht es quasi nach dem Prinzip Bestellung ans Universum. Ja, Gleiches zieht Gleiches an. Also wer positiv denkt, bekommt geschehen auch positive Dinge und solche Sachen. Also das ist so ein bisschen im leichten esoterischen Bereich, Lebenshilfe, ist ja auch ganz egal, wie man das nennen möchte. Aber diese Geschichte hat mir so viel Power und Energie gegeben, die in mir war, die ich dann aber durch diese Geschichte nochmal richtig ausleben konnte und bestätigt sah. Und das hat mich wirklich, es ist ein Buch, was mir zu einem richtigen Lebensabschnitt einfach gekommen ist und deswegen für mich ein ganz besonderes Buch, hat sich toll gelesen und etwas wirklich Schönes zum Wohlfühlen. Ganz, ganz herrlich. Dann muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht ausschweife und daraus jetzt wirklich ein 25-Minuten-Video mache, denn jetzt kommt es zu einem kleinen DVD- und Buch-Thema, was ich ja eigentlich nicht miteinander verbinden möchte. Aber es ist so, dass ich auch hier wieder ganz doll gedacht hätte, das ist überhaupt nichts für mich. Hätten 100.000 Menschen vor mir gestanden und gesagt, Kim, du musst dieses Buch lesen, hätte ich gesagt, nee. Vielen Dank, aber nee, keine Vampire bitte und der Verlag geht gar nicht, geh nach Hause, ich will das nicht. Und auch hier wurde ich wirklich, ich bin so süchtig danach. Es geht um Charlene Harris vorübergehend tot. Ich habe hier die Feder- und Schwertausgabe, die vergriffen ist, was ja bedeutet, dass man die über den normalen Buchhandelsweg nicht mehr bestellen kann. Die bekommt man halt nur noch gebraucht und ich habe dann auch wirklich mühsam mir die anderen beiden Bände in dieser Aufmachung noch ersteigern können, weil ich sofort danach auch die weiteren Bände haben wollte. Ich habe es gelesen und dachte so, jo, das ist ziemlich gut und es liest sich gut und es ist vor allen Dingen mit ganz viel Sprachwitz verpackt, aber was mir total gefallen hat, weil ich bin. Da muss ich kurz nochmal ausholen. Ich war auch eine absolute Stephanie Meyer-Fanatikerin, also diese ganze Bella Edward. Ich war mittendrin in der Szene, so das ist gar keine Frage. Vor allen Dingen war ich gerade zu der Zeit in der Ausbildung. Nur danach haben wir wirklich jeden Tag bestimmt 15 Libri-Bann ausgepackt mit neuen Vampirbüchern von XY-Autoren in hundertfacher Ausführung. Da hat man irgendwann den Kanal voll und sagt, nee, komm mit bitte nicht mehr mit Vampiren. Das heißt, nach Stephanie Meyer gab es für mich auch irgendwie nichts mehr. Ich hatte keine Lust, mich nochmal mit Vampiren zu beschäftigen. Obwohl ja davor gab es ja auch unendlich viele Vampirromane, aber danach war der Hype einfach wesentlich größer und der Markt absolut überflutet. Bei diesen wurde mir das schon öfter empfohlen. Man sieht ja auch sehr, sehr viele Empfehlungen und immer wieder schwärmen Leute davon. Ich habe gedacht, nee, das geht gar nicht. Das Cover ist grottig. Vampire, oh nee, was für ein Klischee, wie schrecklich, schrecklich. So, ich habe mich davon, ich bin ja noch am Lernen und ich merke es ja und es ist auch richtig so. Ich lese es und denke, okay, super. Dann, und jetzt kommt's, bekomme ich den Tipp zu sagen, Mensch, ja, Kim, schau dir doch auch mal die Serie dazu an, True Blood. Und ich denke, oh, weiß ich nicht. Wenn mir ein Buch so gut gefällt, hatte ich irgendwie Angst, dass die Serie das kaputt macht. Weil wenn die Serie irgendwie scheiße ist, dann bringt es halt nicht. Dann sind meine Charaktere zerstört im Kopf und überhaupt, das macht dann keinen Spaß mehr weiterzulesen. Dann kam aber Mediamarkt. Und Mediamarkt sagte, Kim, wir haben es für 10 Euro, nimm doch mal mit. Und ich sage, ja, okay, ich nehme es mal mit. Ich werde euch jetzt mal für diejenigen, die es noch nicht kennen, oder vielleicht für diejenigen, die es kennen und genauso begeistert sind, nochmal das Intro von dieser Serie verlinken, wenn es das auf YouTube noch gibt, denn ich bin ein absoluter Fan von diesem Intro. Ich höre mir das sehr, sehr gerne richtig auf voller Lautstärke und mit fettem Bass ziehe ich mir das rein, weil es einfach total cool ist und es ist ultra gefährlich und ich finde, dieses Intro sagt absolut viel über diese Serie aus. Die Bilder müsst ihr natürlich dazu auch sehen. Die haben zwar nichts mit den Schauspielern und der Serie zu tun, aber ich finde, sie leiten so auf diese Stimmung von der Serie. Also wenn man sich diese 1,5 Minuten mal anschaut und vor allen Dingen anhört, finde ich, hat man ein gutes Gefühl dafür, ob man das mag oder nicht. Und ich liebe es. Ich liebe es ohne Ende. Und True Blood ist ab 16, die Staffeln. Und das auch zu Recht, denn es ist wahnsinnig erbarmungslos und brutal, teilweise auch sehr sexistisch und pervers.
Es ist eigentlich all das, was man so im Normalen, wo man sagt, weiß ich nicht, lieber nicht. Und ich liebe es. Also es ist so, es hat diesen Südstaatler-Charme, es ist vor allen Dingen sarkastisch, es ist spannend, es ist blutrünstig, es ist vor allen Dingen absolut gefährlich und böse. Und ich stelle nun mal fest, ich stehe total auf böse Vampire. Glitzer, Flitzer, alles schön, aber nee, ich brauche irgendwie Eric Northman und mit Sonnenbrille und allem drum dran. Ich brauche einfach die coolen und die total, ja, wenn ich es mal sagen mag, echt total fertigen Vampire. Da geht es um Drogen und es geht um Sex, wie gesagt. Es ist auch, es gibt so eine Hierarchie, eine politische Hierarchie unter den Vampiren und es ist halt in unserer Welt, es ist so genial ausgearbeitet und es macht so viel Laune und es ist so spannend. Und diese beiden Vampire und vor allem Bill Compton, und ich bin ja jetzt mittlerweile, ich war von Anfang an Bill Compton-Fan, bin dann aber letztendlich zu Eric Northman übergeschwommen quasi, weil er ist so cool und so trocken und ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich mag dabei gar keine blonden Männer, aber ich bin total vernarrt und ich bin jetzt schon wie eine 16-Jährige, die irgendwie von irgendwas schwärmt. Das ist ganz schlimm. Ich habe das noch nie gehabt. Ich habe King of Queens mal als Serie gesehen. Ich liebe King of Queens. Das ist das Einzige, was ich richtig gerne gesehen habe. Und auf einmal kommt diese Staffel daher und ich bin hin und weg. Gerade weil es halt nicht dieses Klischee-Vampir ist, sondern es ist böse und es ist eklig und es ist einfach verdammt nochmal brutal und knallhart und stehe ich drauf. Ich liebe das und das zu Recht. Die dritte Staffel fand ich leider nicht so dolle, aber ich freue mich wie bekloppt auf die vierte, weil da natürlich Eric wohl eine ganz große Rolle spielen soll, habe ich mir sagen lassen und das darf auch gerne so sein. Deswegen schaut vielleicht mal vorbei. Es lohnt sich, finde ich, gerade mit diesem ganz besonderen Humor, diesem Sprachwitz, diesem makaberen Humor auch und diesem Südstaatler-Charme ganz großartig. Wirklich, wirklich großartig. Ich verlinke euch das Intro mal unten. So, jetzt fertig und ich habe tatsächlich viel zu lange darüber gesprochen. Ich komme jetzt zu dem, was ich aktuell lese und ich lese es auch ganz bewusst sehr, sehr langsam, weil ich das einfach genießen will und ich möchte es eigentlich nicht mehr aus der Hand legen. Es geht um Der Tag der zuckersüßen Rache. Auch das ist ein Buch, wo ich wahrscheinlich vor vielen Wochen noch gesagt hätte, ah nee, lieber nicht. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert. Ihr seht hier so ein paar Post-its, die habe ich mir gemacht, weil es so drei, vier Textstellen gibt, die mir besonders, wie sie das umgesetzt hat, vom Stil sehr, sehr gut gefallen haben. Ich finde, es ist echt richtig toll und kreativ umgesetzt. Hat mir super gefallen. Und vor allen Dingen, das ist halt auch das, was diese Geschichte für mich so besonders macht. Die Idee ist sehr, sehr süß, sehr niedlich für Jugendliche, so ab 12, 13, für Mädchen ganz speziell. Aber es ist halt in Form von Briefen, Tagebucheinträgen, ja, E-Mails geschrieben und das so unterhaltsam, so humorvoll, dass auch wirklich erwachsene Frauen lesen können, die einfach gut unterhalten werden möchten, die sich einfach wohlfühlen möchten, die lachen möchten, die auch einen kreativen Witz einfach zu schätzen wissen. Es ist so, so toll und ich liebe das. Ich liebe das, wie die Autorin das umgesetzt hat, wie sie ihren Stil, diese Briefdialoge auch mit einsetzt. Es ist ganz, ganz toll und das kann ich euch nur empfehlen und deswegen lese ich jetzt immer langsamer, weil ich denke, oh. Bitte lass es nicht aufhören. Fange jetzt schon parallel ein neues Buch an, aber da muss ich mir unbedingt mehr von besorgen, weil es ist ganz, ganz großartig. So, und dann kommen wir jetzt mal kurz und schnell hoffentlich und sehr, sehr knackig noch kurz zu den Hörbüchern. Kurz und knackig und kurz. Ich habe mir jetzt aus der Bücherei, weil ich habe mir natürlich sofort einen Büchereiausweis hier im Dorf besorgt, ein paar Hörbücher ausgeliehen. Unter anderem Starke Stücke. Ich meine, da gibt es auch eine Kinderbuchreihe zu. Da gibt es dann immer eine kurze Geschichte zu den jeweiligen Komponisten oder klassischen Werken. Und dann am Ende die CD zu diesen Opern oder zu gewissen klassischen Musikstücken. Und hier wird auf der ersten CD die Geschichte von Georg Friedrich Händel erzählt, dem Komponisten, wie er nach England geht und ist verpackt in einen kleinen Krimi, ganz, ganz spannend und sehr niedlich erzählt, damit man einfach einen Überblick bekommt, wer ist dieser Mann eigentlich, was macht er auch beruflich, was hat das damit zu tun, ist für Kinder halt noch sehr, sehr spannend aufgemacht. Und auf der zweiten CD bekommt man dann die Feuerwerksmusik vorgespielt. Also man vertieft sich wirklich in die klassische Musik, einem wird als Kind und auch als Erwachsenen nochmal die klassische Musik ganz feinfühlig und spielerisch näher gebracht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist wirklich was ganz Besonderes. Dann habe ich gehört, etwas ganz anderes und zwar von Michael Bierbeck, Nele und Paul. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass das Hörbuch mich komplett überrascht hat. Also am Anfang habe ich sehr gelacht und dachte, oh, witzig, hahaha. Habe so ein bisschen gedacht, es geht in die Richtung Tommy Jaud, sehr modern, sehr frisch, sehr jung, ein bisschen frech. Ist es auch. Und auf einmal, irgendwann so auf der zweiten CD, ändert sich der Ton. Also der Ton der Geschichte, nicht des Sprechers, sondern der Geschichte, dass man so das Gefühl hat, irgendwas bahnt sich da an, aber es darf doch gar nicht, es ist doch lustig, es ist doch irgendwie eine witzige Geschichte und eine schöne und eine Liebesgeschichte. Wie geht das jetzt? Das passte irgendwie nicht. Und das macht es natürlich sehr spannend. Man will wissen, wie geht es weiter, was passiert da gerade, welche
welche Schatten legen sich eigentlich gerade über diese Geschichte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und total gut gefallen. Natürlich, beim Hörbuch ist es natürlich wahnsinnig wichtig, welchen Sprecher man hat. Damit steht und fällt das Ganze ja auch. Tobias Kluckert, das ist dieser nett aussehende Mann hier, spricht unter anderem Johnny Cash in Walk the Line. Und das finde ich ist eine absolute Charakterstimme, also als Synchronstimme. Und unter anderem auch Bill Compton in True Blood. Und ganz ehrlich, ich finde, diese Stimme kann mir 100 Jahre bitte irgendwas ins Ohr säuseln. Ich würde, der könnte mir alles vorlesen. Das Telefonbuch runter, rauf, egal, ich bin dabei. Das klingt so, so cool und so toll. Also das zerfließt so richtig. Ich war so schön. Also die Geschichte war schon toll, aber dieser Kluckert, der, oh, da kriege ich, habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, dass die, ja, komm. Weiter, weiter, mach einfach, rede einfach. Ich muss dich nicht sehen, rede einfach. Das war so großartig, also wirklich was ganz, ganz Tolles. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich mir das als Buch nochmal besorgen sollte, weiß es aber nicht, oder ob ich vielleicht auch durch diesen Kluckert vielleicht nochmal schaue, ob es da noch mehrere Hörbuchversionen gibt, beziehungsweise Hörbücher, die er eingesprochen hat. Wirklich ganz, ganz toll. Und aktuell, und damit haben wir es dann auch geschafft, Simon Mason, die Quickies höre ich gerade, ein ganz, ganz tolles Kinderbuch. Das war ich schon sehr, sehr lange hinterher. Und das Hörbuch ist gesprochen von Rufus Beck mit einer der besten Hörbuchstimmen, die wir in Deutschland ja haben. Kennen wir ja auch unter anderem natürlich vor allen Dingen von Harry Potter. Und hier geht es um eine sehr chaotische Familie, die in einzelnen Kapiteln jedes Familienmitglied dadurch vorgestellt wird. Wirklich ganz, ganz herrlich und sehr erfrischend und viel zum Lachen, ganz, ganz toll erzählt. Damit haben wir es dann auch, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Geduld, dass ihr da seid. Vor allem, ich bin immer noch ganz hin und weg. Ihr seid wirklich die Besten. Vielen, vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank für die vielen neuen Abonnenten, auch wenn ich in den letzten 2,5 Monaten nicht da war. Aber ich bin da, ich existiere weiterhin und ich werde mir auch ganz viel Mühe geben, auch immer wieder regelmäßig vor allen Dingen zu kommen. Aber ich gucke einfach mal, dass es mit dem Internet jetzt hier verdammt nochmal endlich läuft und freue mich einfach, wenn wir uns bald wiedersehen würden und grüße euch bis dahin ganz lieb. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.